Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Jetzt gibt es ein paar schnelle Informationen zum Thema Auslastung und Pünktlichkeit in der deutschen Luftfahrt im Jahr 2018 und in den ersten Monaten des Jahres 2019. Und das alles in 100 Sekunden. Viel Spaß! Die deutsche Flugsicherung hat jetzt wieder ihren sogenannten Mobilitätsbericht für das vergangene Jahr veröffentlicht. Und dieser Bericht ist für all die Leute interessant, die auf Infos in Form von Zahlen stehen. Denn der Bericht ist genau das, das deutsche Luftfahrtjahr 2018 in Zahlen mit einem Einblick in die Werte des aktuell noch laufenden Jahres 2019. Und der ist in diesem Jahr besonders interessant, weil das Luftfahrtjahr 2018 hier in Deutschland schon ziemlich chaotisch war. Gut 5.400 Mitarbeiter der DFS kümmerten sich im vergangenen Jahr um so viele Flüge im deutschen Luftraum wie noch nie zuvor. Am verkehrsreichsten Tag, dem 7. September 2018, waren es insgesamt 11.024 Flüge unter Instrumentenflugregeln, auf die die deutsche Flugsicherung ein Auge haben musste. Das ganze Jahr über waren es über 3,3 Millionen Flüge im deutschen Luftraum und das sind fast 5% Wachstum im Vergleich zum Jahr 2017. Und das große Ergebnis des Jahres 2018 und damit auch das Ergebnis dieses Berichtes ist natürlich vollkommen klar, das doch etwas chaotische Wachstum bei den Fluggesellschaften in Kombination mit der mittlerweile sehr stark ausgelasteten Flugsicherung in ganz Europa, das drückte richtig ordentlich auf die Pünktlichkeitswerte und damit auch auf die Zufriedenheit der Gäste, wobei die Sicherheit bei den Flügen gewohnt stark blieb. Und das ist natürlich die Hauptsache. Diese knapp 5% Wachstum, von denen ich eben gesprochen habe, die konnte man dann auch an den deutschen Flughäfen beobachten. Auch wenn das Wachstum nicht annähernd gleich verteilt wurde, wurde hier mit 223 Millionen Fluggästen an den deutschen Flughäfen im Jahr 2018 ein neuer Rekordwert erzielt. Gleichzeitig waren alle Flüge zusammengenommen mit dem Schnitt 78,4% Auslastung auch noch nie so gut gefüllt wie im vergangenen Jahr. Für die ersten Monate des Jahres 2019 gilt, das Wachstum in der deutschen Luftfahrt, das gibt es noch immer. Allerdings kann man sich mittlerweile wieder ein bisschen ordnen und während 2018 jeder europäische Flug mit fast 14 Minuten Verspätung knapp 2 Minuten später am Zielort ankam als noch im Jahr 2017, konnte man jetzt im ersten Halbjahr des Jahres 2019 den Wert wieder auf knapp 12 Minuten drücken. Und das ist schon mal ein Trend in die richtige Richtung. Etwas weniger Wachstum, aber dafür eben auch deutlich weniger Chaos. Und damit soll es das tatsächlich für heute schon gewesen sein. Wenn man denn so möchte, könnte das jetzt das erste Video eines neuen Formates sein. Also je nachdem, wie ihr da Lust drauf habt. Ich bin da jetzt natürlich sehr angewiesen auf euer Feedback und freue mich auch auf euer Feedback. Aber ich habe halt eben in den letzten Wochen und Monaten die Rückmeldung bekommen, dass viele von euch doch mal wieder Lust haben auf etwas kürzere Videos. So ein paar kurze, knackige Informationen für zwischendurch. Und das wollte ich eben jetzt mit diesem Video erreichen. Und das können wir, wenn es gut bei euch ankommt, natürlich auch sehr gerne so weitermachen. Damit sollen selbstverständlich nicht die großen Themen, die großen Videos abgelöst werden, die eben schon so ein bisschen davon leben, dass auch hin und wieder mal ein paar Hintergrundinformationen mit reinkommen und so ein paar technische Details irgendwie auch mal ein bisschen ausschweifender erklärt werden, wie auch immer. Ich weiß, viele von euch schätzen das auch. Deswegen seht das Ganze vielleicht so ein bisschen als Ergänzung. Ich dachte, ich probiere es einfach mal aus. Und wenn ich mir selber eine Zeitgrenze setze, dann hilft mir das nicht irgendwie ausschweifend über irgendwelche, mehr oder weniger unwichtigen Themen zu erzählen. Deswegen habe ich das jetzt mit den 100 Sekunden einfach mal probiert. Ein paar kurze, knackige Infos auf die Hand. Je nachdem, wie es euch gefällt, können wir das wie oft auch immer in der Woche machen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video, wieder bei einem großen Thema wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.